US-Präsident Donald Trump hat mit eigenwilligen Vorschlägen für mögliche Therapieansätze im Kampf gegen das Coronavirus für Aufsehen gesorgt. Man könnte dem Körper eine Menge Licht zuführen, ultraviolettes oder einfach nur sehr starkes Licht. Sie sagten, das sei noch nicht überprüft worden, aber sie werden es testen. Man könnte das Licht entweder durch die Haut oder auf eine andere Weise ins Innere des Körpers bringen. Das klingt interessant. Ich sehe noch Desinfektionsmittel. Es setzt das Virus nach einer Minute außer Gefecht. Können wir es durch eine Injektion ins Innere bringen oder damit reinigen? Das Virus gelangt in die Lunge und richtet dort Schaden an. Es wäre interessant, das zu überprüfen, sodass Ärzte es einsetzen können. Or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting. Wir werden sehen, aber das ganze Konzept mit dem Licht, wie es hineingeht und eine Minute, das ist ziemlich stark. So we'll see, but the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's pretty powerful. Die US-Koordinatorin für das Coronavirus, Deborah Birx, reagierte verdutzt und sagte, sie habe von Licht als Behandlungsmethode gegen das Virus bisher nicht gehört. Experten warnen unterdessen, es sei einer der gefährlichsten Vorschläge, die bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemacht wurden. Die Injektion von Desinfektionsmitteln könne für Menschen tödlich enden. Injecting disinfectants into people will quite often kill them.